Hallo und herzlich willkommen bei mir in der Budget Lounge. Ich mache heute den vierten Wochenabschluss vom Mai und da lege ich doch direkt mal los. Und zwar hatte ich zusätzliche Einnahmen. Ich habe nämlich vergessen, den Pfandzettel abzugeben und das habe ich jetzt gemacht und dann habe ich das Geld halt extra bekommen. Deswegen 3,75 Euro so extra. Ist ja egal. Dann habe ich mir Payback-Punkte auszahlen lassen von diesem Monat. Das sind 4,37 Euro. Und 3,60 Euro Deutschland-Card-Punkte, genau. Das sind dann 11,72 Euro an zusätzlichen Einnahmen. Finde ich gut. Ich war am Samstag noch schnell im Aldi. Irgendwas hat gefehlt. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ist doch egal. 24, 44 plus die 13, 35. Da war ich ja nochmal, ein paar Tage später, ja dann am Dienstag und habe noch was geholt. Und dann war ich noch im DM und habe mir mal so ein bisschen Essen geholt für 73,78. Ja, und war aber auch noch Essen für meine zwei dabei. Also auch, der ist noch Reis und ganzen Karton Milch, wo ich schon da war. Und genau. Und 8,80 Euro beim Bäcker, weil da war nämlich für 5,50 Euro ein Schälchen Erdbeeren dabei. Das sind 120,37 Euro. Genau, tanken hatte ich keine Ausgabe. Und in der Drogerie, da ich ja im DM war, habe ich natürlich auch Waschmittel und Klopapier und Küchenrolle und Duschgel. Und dann hatten sie 30% auf Zahnpflege und sowas. Das habe ich alles mitgenommen. 39,75 war das dann. So, genau, der Rest. Also sonst war da nichts. Und die 39,75 obendrauf. Das heißt, ich habe 160 Euro. Ups. Ja. 160 Euro und 12 Cent ausgegeben. Als Budget hatte ich für die Woche 210 Euro. Habe ich ausgegeben. Also 210 minus 160 Euro und 12 Cent. Heißt, ich müsste noch 49,88 Euro übrig haben. Da gucke ich mal. Mein Mann rennt irgendwie wieder hin und her im Hausgang, hoch und runter. Ich weiß nicht, hört ihr das? Ich weiß nicht, was er macht. 20, 30, 35, 40. 42, 44. Nein. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 59, 80 Cent. Ja, und 88, 49,88 Euro. So, das Geld hier, das kommt in mein Sparglas. So, und dann bin ich da jetzt bei 96,85. Mega. Mega. Sparglas. 96 Euro und 85 Cent. Super. Bald habe ich die 100 geknackt. Und ich werde alles Geld rausnehmen. Genau. Und diese 40 Euro werde ich nämlich für meine Sparspiele benutzen.
So. Mein neues Budget sind dann 220 Euro für die nächste Woche. Ich hoffe, dass ich damit klarkomme. Ich hoffe es, ja. Genau. Das sind dann 220. So. Und es kommt dann wieder hier rein. Perfekt. Heute haben wir Samstag, genau. So, falls ich heute nochmal einkaufen gehe, dann zahle ich es natürlich in Form Kleingeld. Weil mein Mann ist gerade erst heimgekommen. Ihr habt es ja gehört, vielleicht, dass er hoch und runter gerannt ist. Wahrscheinlich hat er gemerkt, dass ich ein Video drehe, wollte nicht stören. Und es kann sein, dass wir vielleicht grillen. Das heißt, ich muss noch Grillfleisch kaufen, aber ansonsten hätten wir ja alles dann da. Das ist mal das gewesen. Und jetzt muss ich das noch hier eintragen. Dann mache ich mal schnell, bevor es anfängt, Rasen zu mähen. Sonst wird es nämlich richtig laut. 120,37 € und 39,75 € in der Drogerie. So, sonst war ja nichts. Und beim Runden habe ich das restliche Geld rausgenommen. So, das heißt, ich habe 210 Euro war ja Budget, habe ich 210 Euro diese Woche ausgegeben. Theoretisch, ich werde aber den Rest jetzt sparen. Genau, aber ich muss es ja rausnehmen, damit ich es praktisch wieder in meine Sparspiele reinnehmen kann. So. Bei Wünsche, genau. Ich habe Geld ausgegeben und zwar habe ich bei meinem Handyspiel mal wieder was gekauft. 5,90 € und 1,19 € und ich habe mir Lose gekauft zum selber basteln. Und ich habe die jetzt die ganze Woche, also wann sind die gekommen? Ich glaube, die sind am Mittwoch schon gekommen und da hat es mir auch abgezogen, meine ich. Oder da? Ach, sorry, egal. Auf jeden Fall sind die gekommen und ich habe gebastelt. Boah, Leute, ich bin so lang dran gesessen, die selber zu beschriften. Mein Gott. Also alle, die einen Etsy-Shop haben und diese Lose selber rollen, meine Güte. Und die, die es nicht machen, ich weiß, warum ihr es nicht macht, ich kann es verstehen. Aber ich habe mir ja ein Spiel gebastelt und da brauche ich ja Lose dafür. Und irgendwie hat es mir jetzt geritten, dass ich da einfach dann selber welche gemacht habe. Und ich denke mal, das wird mir hoffentlich mein Leben voll reichen, diese Lose. Und ich habe jetzt halt zwei solche Kästchen nehmen müssen, weil in eins ist es nicht reingegangen. Aber macht nichts, ich habe ja zwei Kästchen da, kann ja auch zwei Stück benutzen. Gut, also mein Mann mit schon Rasen, ich hoffe, es stört euch nicht. Also bei Wünsche habe ich dann ausgegeben, und zwar den Würfelturm hier drüben für 46,99 €. Dann 5,99 €, 1,19 € und 6,99 € für die Lose, 61,16 €. Das heißt, ich runde auf 62 €. Beim Haushalt habe ich mir einen Wäschekorb gekauft für 8 €. Und ich habe mir das Geld schon rausgenommen und mein Budget, mein Wochenbudget wird dazu getan aus dem SF2, weil das habe ich nämlich im Aldi gekauft, den Wäschekorb. Sonst hätte jetzt auch mein Geldbeutel nicht gestimmt, aber die 8 € habe ich mir rausgenommen. Dann Gesundheit habe ich bestellt, genau wieder diese so Tabletten bei Amazon und das waren 30,54 €, da brauche ich nichts rechnen. Und das habe ich aus Gesundheit rausgenommen, also 31 €. Ich bin froh, also mir geht es auf jeden Fall besser. Ich habe mittlerweile schon fast 7 Kilo abgenommen, richtig gut. Und ja, ich bin auf dem Weg zum Normalgewicht. Das ist mega, wirklich. Also ich mag einen deutlichen Unterschied und ich fühle mich jetzt wieder wohl. Also ich kann natürlich jetzt noch ein paar Kilo abnehmen, das macht jetzt nichts, aber mein Ziel war ja abzunehmen und das habe ich geschafft. Aber nicht primär, sondern gesund zu werden. Und es geht mir echt schon viel besser. Also ja, irgendwie hat die Frau recht. Also ich bin echt froh, das Geld, was ich da investiere, lohnt sich für mich. Dann habe ich ja nächste Woche jetzt noch die 5. Woche und ich weiß nicht, was ich dazu gemacht habe. Bestimmt habe ich das angemalt. Ja, blöd. Wurde direkt hingekommen. Nein. Mist. Naja, egal. Kannst du es nicht ändern.
Ja, bis zum nächsten Mal dann. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Ja, ich hoffe, eure Woche war schön. Macht's gut. Bis dann. Ciao.